Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Ja, ich bin gerade im totalen Aufnahmewahn. Ich habe Frostpunk aufgenommen, ich habe Rimworld aufgenommen, ich habe The Bard's Tale aufgenommen und jetzt nehme ich auch noch Hausflipper auf. Ich nehme nur noch auf, ich bin total irre. So, letzte Folge haben wir ja dieses Badezimmer umgebaut. Also ich bin immer noch nicht so wirklich damit zufrieden. Ich bin aber überlegen, ob ich diese Wand hier versetze. Wisst ihr warum? Dann könnte ich nämlich dann auf der anderen Seite auch noch das also jetzt hier so ein bisschen rüberziehen. Dann könnte ich da auch noch einen Vorhang montieren, also einen richtigen Vorhang. Sowas. Und nicht irgend so einen blöden. Ihr wisst schon hier, wie heißen sie? Lampen, Deckenlampen, Vorhänge. Jalousie, genau, so eine doofe Jalousie. Finde ich eigentlich nicht so klasse. Aber im Moment bleibt nichts anderes übrig. Deswegen hatte ich das mal kurz überlegt. Ich weiß noch nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, weil die Jalousie, die glaube ich, die ist auch zu klein, ne? Die kriegen wir gar nicht hier hin. Selbst wenn ich die jetzt, ne, hier hin, guck mal. Die deckt noch nicht mal das Ganze ab. Also das. Das ist, kann es ja auch nicht sein. Deswegen. Ich bin ein bisschen unglücklich mit dem Bad. Der Umbau, ich finde es gut, dass wir jetzt hier die Dusche haben. Aber wahrscheinlich werde ich das Klo auch nochmal versetzen. Es droht zumindest. Ich drohe mal damit, ja. So, jetzt gehen wir mal hier rein und haben. Es setzt sich sowas hier rein. Ein pinkfarbenes Sofa. Gut, hier haben wir nochmal einen Sessel. Gehen wir dahin. Der ist okay. Allerdings habe ich davon jetzt zwei. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich zwei davon brauche. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber es fährt gerade mal wieder der Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr oder was auch immer vorbei. An für sich ist es sehr schön, so viele Rettungskräfte in der Nähe zu haben. Aber bei Let's Plays sind die manchmal echt hinderlich. Wisst ihr was? Das Ding kommt raus. Was mache ich denn hier überhaupt rein? Hier kommt mein Arbeitszimmer rein, ne? Und ganz ehrlich, in meinem Arbeitszimmer brauche ich nicht so eine riesen Couch. Da kannst du auch drin pennen, ne? Guck mal hier, die hat so einen Unterbau. Oder zumindest kann man da irgendwas verstauen. Wie auch immer. So. Als allererstes müssen wir mal Gips haben. Gips habe ich hier. So, komm mal her. Na, da. Wir müssen spachteln. Einmal das und dann einmal. Ja, wie ändern auf Spachtel? Achso, habe ich doch, oder nicht? Ja, habe ich doch. Okay. Dann machen wir jetzt hier mal dicht. Ja, genau. Du mich auch. So, einmal da. Müssen wir sonst noch was? Da oben muss auch dicht gemacht werden. Zack. Und dann einmal da, bitte. Jawohl. So. Ich weiß nicht, muss noch irgendwo gespachtelt werden? Ich glaube nicht. Ne? So, Arbeitszimmer. Wie soll das Arbeitszimmer aussehen? Welche Farbe soll es haben? Das ist die große Frage. Können wir den wegnehmen? Ja, mach mal weg. So. Also mir gefällt das hier. Es fehlt natürlich noch der Lautsprecher für den Fernseher, aber sonst gefällt mir das hier echt.
Der blaue Bezug, der passt nicht, aber vielleicht werden wir das ja auch nochmal genauer machen. Wenn wir denn so weit sind, so. Ja, jetzt ist die Frage, welche Farbe nehme ich? Warte mal. Wir schauen mal nach. Farben, Farben, Farben. Farben ist meistens unter F. Das Schlimme ist ja, dass das, was wir hier sehen, nie das ist, was wir an der Wand dann haben. Ja. Man könnte jetzt ja wieder so ein Weiß mit einer etwas anderen Farbe kombinieren. Also Weiß und dann die Ränder vielleicht wieder so, aber das ist immer das Gleiche irgendwie. Und das ist eine gute Frage, ne, was man jetzt macht. Einen Moment. Heute werden wir aber ja auch permanent gestört. Jetzt kriege ich hier eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht. So, Purpur? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ein Arbeitszimmer oder ein Raum, wo man so sitzt und am Computer arbeitet, der sollte grundsätzlich, darf der ruhig weiß sein, oder? Oder sagen wir mal so Naturbeige nehmen. Ich würde den ja auch gerne mal ein bisschen knalliger gestalten, aber ich würde gerne weiß eine Wand und die anderen dann in einer anderen Farbe. Warte mal. Wir machen mal Folgendes. Wir machen erstmal hier einmal voll. So, das ist schon. Wir haben halt keine. So. Einmal. Und vielleicht sollte ich mir erstmal Gedanken machen, wo ich meinen Schreibtisch hinstelle. Hier haben wir jetzt ja die Heizung. Also Fenster im Rücken finde ich nicht so günstig, weil wenn du am Computer arbeitest, dann hast du die Sonne, hast du einfach ein Sonnenproblem. Das wäre dann schon hier. Der müsste dann hier so stehen. Vor diesem Fenster, dann hast du aber das wiederum im Rücken. Das ist nicht so der ideale Arbeitsraum, ne? Vielleicht dann. Naja, hier haben wir auch alle Anschlüsse. Vielleicht dann doch hier. Dann weiß ich nicht, ob wir die Heizung da lassen können. Na? Denn ob das dann mit dem Schreibtisch passt, das ist die große Frage. Aber erstmal hier alles schön weiß. Ah, weiß, weiß, weiß. Muss da noch irgendwas hier? Nein, da war ja alles gut. Hier auch noch weiß. Ich glaube, wir haben noch, ne? Ich glaube, das ist doch weiß, oder? So, einmal aufholen. So. Ging doch ganz hervorragend. Da auch noch. Die ganze Zeit schon am Überlegen, welche andere Farbe ich noch nehme. Auf jeden Fall muss hier was anderes rein. Das war ewige Weiß macht dich wahnsinnig. So als Grundlage, damit erstmal was drauf ist, ist das alles ganz wunderbar. Aber ich brauche Farbe. Ich brauche jetzt irgendwie irgendwas an Farbe an der Wand.
Ganz dringend. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Oh. Ja, wir füllen gleich die Dose mit Farbe. So. Da haben wir auch. Ja. So. Geht nichts mehr? Doch, geht doch. Okay, da ist alles soweit fertig. Dann einmal hier. Einmal da. Irgendwie habe ich einen nervösen Mittelfinger heute. Sorry, das hört sich jetzt völlig falsch an. Also, ne, der Mittelfinger ist auf der rechten Maustaste. Das wollte ich nur. Also, nicht, dass ihr da jetzt was völlig Falsches reininterpretiert. So. So. Und so. Vorsicht. Nicht, dass ich mich wieder auf irgendeiner Dose festbacke. Das wäre echt peinlich. Mir schon einmal im Badezimmer passiert, muss mir nicht nochmal passieren. So, das. So. Ja, wir hatten schon blau. Wir hatten früher mal ein bisschen grün. Dann habe ich hier rot genommen. Oder dieses dunkle Rot. Sollen wir mal irgendwas. Ich habe so ein bisschen. Bisschen Bedenken, aber irgendwas Helleres, so in Richtung, ja, ich weiß nicht, habe ich nicht nur, ich habe hier doch noch Weiß, ne? Ich blöd, Mann. Naja, wir werden noch mehr Weiß brauchen. Muss dann nur dran denken, dass ich das dann auch mal aufbrauche, so. Mama's da. Also was in, ja, gelb vielleicht. Ich bin kein Freund von gelb, muss ich ganz klar sagen. Gelb ist, finde ich, eine fürchterliche Farbe. Mag ich überhaupt nicht. Aber ja, mal, es gibt ja Abstufungen davon. Hier ist alles soweit fertig, ja. Gut. Es gibt ja Abstufungen davon. Oder wir haben doch noch dieses Grün hier. Ich meine, das würde ja zum Gesamtstil irgendwie auch schon passen, ne? Wenn wir jetzt hier den Schreibtisch hin. Nee, wir machen den. Nicht direkt am Eingang, oder? Hier so? Nee, das ist blöd. Wir machen den hier hin, den Schreibtisch. Dann könnten wir. Dann könnten wir hier. Machen wir hier die Wand grün. So, da hinten auch. Bevor ihr meckert, bitte abwarten. Ich habe eine Idee. Das eigentlich mit diesem einen Streifen ganz schick, auch wenn das ein bisschen asymmetrisch ist.
Ja, weil wir jetzt natürlich hier haben wir nur eine Fläche frei, da haben wir zwei. So. Ist jetzt die Frage, ob man das ja eventuell hier oben auch noch grün macht, so, oder ob man das jetzt so lässt. Man sieht, das hat schon etwas so von Säulen, ne? Also ich würde sagen, wir lassen das mal. Wir lassen das mal. So. Oder? Was meint ihr? Wir holen uns mal für Spaß einen Schreibtisch dazu. Mal gucken, wie das dann aussieht. Was haben wir denn hier Schickes? So. Das alles? Ah, die Kleine ist da. Von unten. So, warte mal. Fichte, Nuss, da haben wir, das ist ja Wenge, dunkles Holz ist ja nur Wenge. Stahl, Erle. Nee, gefällt mir nicht. Fichte gefällt mir nicht, Nuss. Das wäre schon eher was, ne? Guck mal, wir könnten das ja so hinstellen. Das Ding geht, mal gucken. Ja, da stehen wir dann aber mitten im Raum, ne? Ja, das passt nicht. Schade, das passt nicht. Wenn wir das hier einmal drehen. Ihr seht das genauso wie ich, ne? Natürlich sind die blöden Eimer hier im Weg. Könnt ihr ja eigentlich mal für den Planungsmodus durchaus gerne übersehen, ne? Da muss er sich ja nicht so anstellen. Oder? Also ich finde, das könnte man mal übersehen. So, jetzt kommen wir hier. Die Heizung muss da weg. Wenn ich die dahin baue. Das wäre Stahl. Das ist dunkler Stahl. Nee, das sieht nicht aus, ne? Dunkler Stahl. Dann haben wir hier dunkles Holz.
Was haben wir hier noch? Nuss hatten wir hier dann nochmal die Fichte. Aber die Fichte sieht aus, als wäre sie krank, als hätte sie Gelbfieber. Sorry. Fichte finde ich an für sich schön, aber diese Fichte, nee, die geht gar nicht. Erle. Beißt sich natürlich ein bisschen mit der Tapete, obwohl das Holz ziemlich cool aussieht. Aber mir ganz persönlich hat das dunkle Holz gut gefallen. Aber das passt nicht da brauche ich eine andere Farbe. Wenn ich den normalen Stahl nehme, das würde gehen. Da haben wir auch die Anschlüsse drin. Ich würde sagen, ach, nochmal platzieren hier so. So. Zack. Ne? Dann braucht man nicht die Heizung wieder alles umbauen. Deswegen mache ich das. Na, falls sich jetzt jemand fragt, warum macht man das? Total doof. Nee, ist nicht doof. Ich habe mir da schon was beigedacht. So. Nein. Dann einmal ein Stühlchen hier hin. Na? Und ich glaube, hier können wir auch zweimal Vorhänge dran bringen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich schau mal eben, ja? Ich schau mal wegen Vorhängen. So. Breiter Vorhang zum Einbauen. Ja, für Jungs, genau. Aber dann bitte in irgendwas Gescheitem. Weiß, Zyan, Braun, auch braune Streifen, also das Grasgrün. Braune Streifen? Also das sieht für mich eher aus wie Orange, ja, Orange-Braun, aber nicht wie braune Streifen. Wie würden das, achso, ich muss gleich dran hauen. Ah. Nee, das ist mir jetzt zu riskant. Hinterher sieht das scheiße aus. Das ist orange. Magenta hatten wir ja im Badezimmer. Grün? Das ist aber zu dunkel. Wenn das ein bisschen heller wäre, wäre das gar nicht so verkehrt. Hell lila. Ist sehr weiblich, ne? Himmelblau. Ich möchte das ein bisschen... Deswegen auch nicht für Jungs oder für Mädels oder so ein etwas neutraler gestalten, weil das Haus soll ja eigentlich auch verkauft werden. Ne? Also, die Farbe jetzt so, wie ich sie hier sehe, gefällt mir persönlich am besten. Ich weiß noch nicht, ob das dann hier reinpasst. Ich schau mal, ich mach's jetzt mal. Ich gehe das Risiko ein. Ich montiere und schau mal, wenn es nicht aussieht, naja gut, dann habe ich 37 Dollar, Euro. Oh, das sieht scheiße aus. Oh, das sieht so scheiße aus. Es ist so grässlich. Es ist so unfassbar grässlich. Naja, okay, mal ein Versuch. Man kann ja alles. Es sieht hier irgendwie besser aus, aber es ist. Oh, es geht gar nicht. Nee, es geht wirklich nicht. Weiß Zyan könnte eventuell funktionieren. Aber da müssten wir dann das Grün auch durch Zyan ersetzen. Und das ist wiederum aber auch eine Farbe. Dafür will ich sogar noch mal umstreichen.
Cyan ist an für sich eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Aber hier sieht's kacke aus. Okay, wir nehmen weiße Vorhänge. Ich bin im Moment etwas sehr, ich weiß, wenig kreativ, was die Farbwahl anbelangt. Aber das liegt auch daran, dass die Farben einfach nicht dem entsprechen, was man so üblicherweise sehen würde oder erwarten würde. Na? So, ich hätte gleich zwei kaufen können, aber ich kann nur einen kaufen, okay. Dann auch hier montieren. So. 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 Ja, das ist doch für den Anfang gar nicht mal so verkehrt. Jetzt kommen noch ein paar Blümchen dazu. Hier rein, vielleicht noch eine Bank oder ein ordentliches Sofa für jemanden oder vielleicht ja so ein Schlafsofa, wenn mal Gäste da sind. Ich glaube, das kriegt man ganz schick hin, glaube ich. Ich würde meinen, das wird was. Wir sehen es in der nächsten Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritik immer her damit, Vorschläge auch immer her damit. Ich bin für alles offen. Ich finde es bis hierhin aber ganz gut, muss ich sagen, auch mit dem Grün. Ich glaube, ich kann mich daran gewöhnen. Ich glaube, ich kann mich daran gewöhnen. Vielleicht machen wir hier noch einen weißen Streifen rein. Ja, ich überlege mir das. Okay, macht's gut, bis dahin, tschüss, euer Alien. Ciao.